Willkommen zurück zu Dark Souls, ich bin euer Seeker, direkt im Anschluss zum letzten Part, der etwas länger ausgefallen ist. Ja, am Ende des letzten Teils haben wir gegen Hellcat Dragon gekämpft, mit eher weniger Erfolg. Aber egal, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Wir gehen mal eben zum Sunlight Altar. Und ich glaube, ich brauche den Schild auch gar nicht draußen haben. Ich werde gleich einfach mit 2 auf den losgehen, damit ich mehr Damage mache. Aber der hält doch mehr aus als erwartet. Da hinten fliegt er jetzt gerade weg. Jetzt muss man ein bisschen warten. Aber ich glaube, der kommt so oder so gleich einfach wieder, oder? Ich weiß es nicht. Dreht er da hinten jetzt eine Runde? Oder was macht er jetzt? Müsste doch eigentlich hier wieder kommen. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ja, ist jetzt anders als geplant. Egal, dann gehen wir mal eben hier ans Bonfire. Schwuppelupp. Na komm. Rest at Bonfire. So, jetzt gehen wir hoch und jetzt hoffen wir, dass der scheiß Drache wieder kommt. Es ist halt einfach ätzend, wenn er diese ganzen Flammenattacken spammt. Na komm schon, Dickerchen. Hallo, Drachi, Drachi. Hallo. Be wary of Dragon. Ja, er soll doch kommen. Ach, Drachi. Was soll das denn? Wow, ein Hollow Soldier Helm, ganz toll. Ja, ich habe hier alle deine Freunde abgeschnetzelt. Willst du nicht kommen und mich kaputt machen? Das wäre jetzt die ideale Gelegenheit. Bevor ich noch mehr deiner Freunde abschnetzel. Also? Du hast deine Chance gehabt. Dann schnetzel ich jetzt noch mehr Leute von dir ab. Du sollst nicht beten. Ey, hat sich drunter weggeduckt. Fick dich! Tritt und Schlag. So, Drache, ich habe jetzt 2 von deinen weiteren Freunden getötet. Jetzt komm raus. Arme Dragon! Gott verdammt nochmal. Ich will dich verdammt nochmal in den Arsch ficken. Ich möchte dein Hinterteil penetrieren mit meinem Schwert. Verdammte Hacke. Im ersten Mal ist er gekommen, als ich hier hingewarpt habe. Dann hier lang bin. Habe ich die hier gekillt? Light Crossbow, den brauchen wir glaube ich auch nicht. Und als ich hier war, kam der dann hinten links angeflogen. Safe Zone, ja du mich auch. Im Moment ist es wohl safe, aber
Alter, scheiß Drache, jetzt komm doch. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, das wird echt nichts mehr. Na egal. Ich kann euch ja dennoch einfach sagen, wie ich es jetzt schon so oft getan habe, weil... Es tut mir echt leid, dass ich euch nicht so viel zeigen kann. Vielleicht mache ich es irgendwann nach einer echt langen Pause von Dark Souls, wenn ich wieder Bock auf das Spiel habe, mit einem anderen und neuen Charakter. Ich fasse es kurz zusammen. Hellkite Dragon kommt ganz normal auf die Brücke, es wird normal gefightet, er hält eine Menge aus, teilt eine Menge aus. Die Flammenattacken sind sehr tödlich, die Clown-Attacken eher weniger. Man kann auch das Ganze relativ easy machen, indem man nur noch in Sicherheit bleibt und dann mit Fernkampfangriffen drauf schießt. Wenn man den Tail cuttet, also den Schwanz abschneidet, kriegt man den Schwanz als Waffe, so leisten das sogenannte Drake Sword, und wenn man ihn ganz tötet, kriegt man einfach Seelen, soweit ich weiß. Ich glaube dann auch noch eine Humanity oder so, und das war's. Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir in diesem Teil einfach mal Schluss. Ab an Firelink-Altar. Das ist der jetzt hier unten. Ach nee, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier runterspringen darf, obwohl hier Fremd weg ist. Ich probiere es einfach mal. Scheinbar darf ich's. Eigentlich müsste ich ja quasi zu Caith in den Abyss, wo die Four Kings waren. Aber naja. Caith ist ja jetzt auch nicht da. Rest at Lord Vessel. Jetzt können wir hier Offer Souls to Lord Vessel machen. Ich sag jetzt einfach mal hier, wo wir am Ende stehen. DLC mache ich nicht mehr. Vielleicht werde ich es mit einem anderen Charakter in Zukunft nachholen. Optionale Bosse mache ich nicht mehr. Alle möglichen Item-Pickups, alle möglichen optionalen Gebiete, soll heißen Ashlake, Great Hollow, alle möglichen Rüstungen, Artorias und so weiter im DLC, alles nicht. Wenn ihr es jetzt wissen wollt, schaut es euch auf anderen Kanälen an. Schaut euch Epic Name Bro an, schaut euch irgendwelche anderen Let's Player an. Oder ihr wartet einfach ein paar Monate, bis ich vielleicht wieder Bock auf Dark Souls habe und das Ganze nachtrage, was ich jetzt ausgelassen habe in diesem Let's Play. Ich habe versucht, möglichst viel zu machen, auch optionale Sachen. Habe euch versucht, möglichst viele Hintergrundinformationen zu geben. Aber naja, jetzt erstmal Offer Souls to Lord Vessel. So, mal im Nasik kurz irgendwas getrunken. Und das hier ist das letzte Gebiet von Dark Souls. Alles weiß und da vorne laufen dann so Illusionen von Dark Knights rum. Und hier sind wir. Mein absolutes Lieblingsgebiet. Kiln of the First Flame. Ja. Das hier steht hinter den Toren des Firelink-Altars. Und es ist das lebende Vermächtnis des Kampfes zwischen Gwyn und den Drachen. Und ihr seht hier, wie auch der Stein geschmolzen ist. Das sind alles Steinsäulen, die sind geschmolzen wegen den Drachenflammen, die auch den Stein schmelzen können. Und es ist hier quasi alles voll geascht und weiß nicht was. Was ich jetzt machen werde, ich werde mal eben den Hornet Ring reinmachen, damit wir ein bisschen mehr Backstab Damage kriegen. Und hier warten jetzt noch ein paar Silver und später auch Black Knights auf uns. Hier kann man auch unglaublich gut Titanite Chunks und so weiter farmen. Und auch ganz kurz
vorm Ende des Spiels kriegt man hier die sogenannte Black Knight Armor. Das heißt, mit New Game Plus könnte man damit rumrennen. Titanite Chunk. Und eigentlich ist es jetzt wirklich bis zu Gwyn hin nur noch ein paar Silver-Black Knights killen. Und dann ist Gwyn dran. Das Lustige an Gwyn selber ist ja, dass er zwar der Endboss des Spiels ist, aber er im Vergleich zu vielen anderen Bossen parryable ist, weil er ist ein Humanoider. Also man kann mit dem Schild, kann man ihn parryen und danach countern. Ansonsten muss man auch aufpassen, er hat einen ziemlich heftigen Würgegriff, der macht ziemlich gut Schaden. Und er hat Sprungangriffe und so weiter, aber wenn man ein bisschen ausweichen, / blocken kann, dann geht das eigentlich. Also er ist nicht wirklich schwierig. Ich wette, so aufgeregt jetzt quasi für den letzten Teil, wie ich bin, werde ich es trotzdem verscheißen. Aber egal. Selbst wenn ich es einmal verscheiße, wird es jetzt nicht unglaublich lange dauern, da wieder hinzukommen. Jetzt locken wir den mal eben hier hin. Und habt ihr hinten jetzt schon wieder so eine Leiche gesehen mit Items. Und da drin liegt die Black Knight Armor. Noch ein Titanite Chunk, die kann man hier relativ gut farmen. Das Einzige, was man halt echt nicht kriegt, sind Titanite Slabs zum Upgraden. Da haben wir die Black Knight Armor. Ich kann euch die auch mal zeigen, die sieht ziemlich geil aus. Black Knight Helm. Das Einzige, was ein bisschen gequetscht aussieht, ist der Kopf bei der Rüstung. Black Knight Armor. Black Knight Gauntlets. Black Knight Leggings. So sieht man dann aus. Natürlich auch noch schön mit dem Black Knight Sword. Mir fehlt jetzt leider das Schild fürs Set. Den würde ich ja unglaublich gerne haben, weil ich ihn sehr, sehr gerne spiele. Aber den habe ich jetzt leider nicht. Deshalb gehen wir auch wieder zurück auf Havels Armor. Upsala, jetzt habe ich Havels Chestpiece. So sieht das ganze Set übrigens aus. Wenn man dann dazu natürlich auch noch den Havels Great Shield und dann noch den, also die Waffe, nämlich den Dragon Tooth nimmt. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo der Dragon Tooth ist. Dann ist man der komplette Havel. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dragon Tooth. So, jetzt ist man Havel. Man ist zwar arschlangsam, aber man hat unglaublich viel Death und unglaublich viel Attack. Man muss den Dragon Tooth natürlich auch erstmal tragen können. Damals Black Knight Sword. Dann wollen wir natürlich unseren schönen Boulder Shield. Hier hätten wir natürlich auch noch einen Crystal Knight Shield. Den können wir eigentlich auch mal tragen. Wobei, mal schauen, wie viel Physical. Der hat 100 Physical. Der hat mehr Lightning. Achso, der hat keine Durability. Daran lag das. Der geht relativ schnell kaputt, so. Egal, wir nehmen den Boulder Shield, weil es einfach ballig aussieht. Ja. Ach ja, wir haben ja noch die Havels Armor hier an. Wir wollen die Elite Knight Armor plus 10. Das ist unser Standard-Outfit. Und ja, Strength Wit war unser Bild im gesamten Playthrough hier. Mögen Leute sagen, es ist ein bisschen langweilig. Meinetwegen, spielt doch euren verschissenen Dex-Bild oder spielt euren verschissenen Int- oder Faith-Bild. Ich spiele gerne so. Scheiße. Husten. Da will man einmal was Cooles sagen. Dann wird es vielleicht übelst peinlich. Entschuldigung. Ach, das könnte ein bisschen laut gewesen sein, Mikro. White Titanite Chunk. Wenn man einmal was Cooles sagen, dann kriegt man so einen scheiß Hustenanfall. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, aber es geht ja mittlerweile wieder. Spielt euren Dex-Charakter, spielt euren In-Charakter, spielt euren Faith-Charakter. Das ist mir vollkommen egal, aber bitte, ich spiele sehr gerne einen Strength-Charakter und lasst mich einfach spielen. Ich sag euch, wenn ich ein bisschen weiterspielen würde und dann meinen fucking, nee, den habe ich gar nicht im Moment, den fucking Demon's Great Axe hätte, dann würde ich einfach alles mit dem Teil, weil es ein Strength Scaling von S hat, umrotzen, weil ich dann 1200 Damage on Hit mache. So, Gwyn, Lord of Cinder. Parry Counter. 1000 Damage. Autsch. Nein, mich kriegst du nicht.
Oh, das war knapp. Halleluja. Autsch. Parry, Counter. Fast habe ich ihn. Die Musik ist eigentlich das Schönste am ganzen Fight. Nein! Wehe, ich sterbe jetzt dran. Oh, knappe Sache. Oha! Oh, er hatte so wenig HP. Das geht jetzt gerade gar nicht. Das geht gerade echt nicht. Krasse Scheiße. Im letzten Moment grabt er mich und ich kann nicht mehr vernünftig ausweichen, weil er so ein riesiges Schwert hat. Naja, wisst ihr was, Leute? Ich cut das mal eben raus, dann habt ihr jetzt nicht so eine langweilige Pause. Es ist quasi einfach nur an den ganzen Silver Knights und Black Knights vorbei. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe ein bisschen Damage genommen. Ich werde mich am Hochhealen. Wir haben ja alle Flasks der Welt. Und hab da für Gwyn klappe die zweite. Ich hoffe, ich lasse mich jetzt nicht nochmal so ummieten von dem. Oh, das war knapp. Fast hätte er mich gegrabt. Parry Counter. So, ausgewichen, komm schon. Nee, du kriegst mich nicht. Man muss halt relativ nah an ihm dran stehen, dass man noch einen vernünftigen Parry hinkriegt. Nochmal 1000 Damage. Jetzt irgendwie mein Schild weggepackt. Warum auch immer. Och nee. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind sowohl meine Seele, meine eine Humanity, als auch nochmal meine Zeit verplempert gewesen. Ich weiß nicht, ich habe den Typen getwo-hittet, also mit Parry Counter getwo-hittet, mit meinem damaligen Charakter, aber der ist bei weitem, also der war bei weitem stärker als der hier. Ich bin gerade mal Level 8, also was heißt gerade mal natürlich, ne, aber ich war da schon ein bisschen höher und hatte auch verdammt gutes Equip. Und ja, ich mache jetzt einfach wieder kurz einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder vor Gwyn. So, ich mache jetzt schon mal wieder das ganze gute Fraps hier an. Nämlich bin ich jetzt einfach an allen Black Knights vorbeigerannt. Und bevor ich jetzt gleich einfach quasi schon mit einem Fight erst Fraps wieder anmache, mache ich es jetzt schon. So, wir wimmeln die alle hinter uns in der Fogwall ab. Angreifen können sie uns hier nicht. Jetzt sind noch Gwynny und ich hier übrig. Das sind alles nur Partial Parries, das geht mir auf den Sack. Da haben wir einen. Oh, da hat er mich gekickt. Nein! Und kabumm. Ich bin so schlecht gerade. Ich
bin gerade echt schlecht. Ja, dem Angriff kann man nämlich nicht ausweichen, man kann ihn nicht blocken. Ich habe echt, ehrlich gesagt, gerade keinen Bock drauf. Sorry für diesen Fail-Part. Ich werde ihn einfach mal auf YouTube als Gwyn-Fail-Part hochladen. Und werde dann einfach mal, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse es, weil ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe auch, ehrlich gesagt, jetzt wieder nur notgedrungen, dass ich was zum Hochladen habe. Diese beiden Parts jetzt, den letzten und den jetzigen gemacht. Und auf Gwyn habe ich gerade keinen Bock, weil ich einfach für mich noch ein bisschen zu schwach bin. Und ich einfach gerade nichts geschissen kriege. Ich kriege keine Rollen hin, ich kriege keine Blocks, ich kriege keine Parries hin. Vor allem, was mit dem Parryen geht mir auf den Sack. Normalerweise, was man bei ihm relativ einfach ausnutzen kann, ist, dass er geparried werden kann. Dann stellt man sich dahin und Parry und Counter und Parry und Counter und Parry und Counter und Parry und Counter. Kriege ich gerade nicht hin, ich werde die ganze Zeit abgemetzelt und ich habe gerade keinen Bock mehr drauf. Also fickt euch Hater und vielen Dank für alle, die es verstehen. Ansonsten, ja, haut einfach rein. Ich habe gerade echt keine Lust mehr. Ich schaue, dass ich dann irgendwann Gwyn nochmal fertig mache. Für euch, werde das dann aufnehmen, werde es hochladen, im Abschwung ein bisschen was zu labern, vielleicht dann irgendwas anderes zu Dark Souls machen oder vielleicht was Neues oder gar nichts mehr, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich Gwyn noch fertig machen für euch. Ja, tut mir leid, dass ich so ein bisschen emo jetzt gerade wirke, so ein bisschen Depri. Ich bin fertig mit der Welt, ich bin fertig mit den Nerven, ich bin fertig mit diesem Spiel. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Aber naja, wir sehen uns nächsten Teil von Dark Souls. Vielen Dank, dass ihr mir beim Failen gegen Gwyn zugeschaut habt. Und ja, man sieht sich dann. Haut rein, adios, ciao.